Give a shot. So, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ich weiß gar nicht, ob der Dommer gestern den Vlog gestartet hat. Gestern war Sonntag. Ihr habt heute den Chinese New Year Vlog online. Der ist grandios. Ihr müsst euch anschauen. Also wer den Autokauf von den Köch so ein bisschen mitbekommen will, echt mega lustig. Aber auch mein chinesisches Horoskop. Also wer wissen will, was das chinesische Horoskop besagt für jeden Einzelnen von euch, guckt rein. Also ganz interessant, finde ich. Ja, heute ist Montag und wir starten wieder mit unserer 4 Tage Wellnessreise für den Körper, also unser Körper-Leberreinigungsprogramm. Und da nehme ich euch jetzt gleich mit, packe mit euch die Kiste aus. Für mich das erste Mal dieses Jahr, weil ich bin ja letzten Monat mit Clean9 gestartet. Ansonsten gibt es wie immer die Woche viel zu tun. Und mein Papa, der wird 60 am Samstag, deswegen muss ich auch eine Torte backen. Da nehme ich euch auch ein bisschen mit. Und am Sonntag ist unser Kickoff in Innsbruck. Beziehungsweise eigentlich schon am Samstag, aber wir können am Samstag nicht hin, weil mein Papa, wie gesagt, 60 wird. Fahren aber nach dem Geburtstag direkt los. Und ja, sind dann auf dem Kickoff, aber das werdet ihr dann im übernächsten Vlog erleben. Aber ich starte jetzt mal mit diesem hier. Also, hier ist das gute Stück, unsere Kiste zum Glück. 4 Tage Körper-Leberreinigung. Bei mir jetzt wirklich auch ganz passend vom Zyklus her. So, hier haben wir einmal unseren veganen Shake. Also der ist wirklich komplett vegan auf Basis von Kürbis- und Erbsenpüree. 17 Gramm Eiweiß für einen veganen Shake, echt mega gut. Schmeckt nach Vanille. Und den trinkt man jetzt die nächsten 4 Tage 2-mal am Tag. So, dann haben wir hier ein tolles Buch mit dabei. Weil in dem Büchlein ist wirklich komplett erklärt, was zu tun ist. Also ihr seht hier, der erste Tag komplett mit abhaken, der zweite Tag, dritte Tag, vierte Tag. Und ganz, ganz wichtig, heute ist der Tag der Entscheidung, also ist auch für jeden Tag eine Mindset-Übung mit drin, weil das Programm soll nämlich Körper und Geist vereinen. Und hier geht es erstmal darum, sich einzuordnen, also in welcher körperlichen Verfassung befindet man sich. Warum hat man jetzt die Entscheidung dafür getroffen und was möchte man in den 4 Tagen erreichen oder was möchte man an gesunden Gewohnheiten etablieren für die Zukunft? So, dann haben wir hier viermal unsere Basis, natürlich unser Gold, unser Alles, unsere Aloe, pro Tag ein Beutelchen. Und hier ist dann auch das ganze Hexenwerk an Supplements drin, was wir brauchen. Na, geh auf. So, in so einer praktischen Box haben wir hier einmal unser Ingwer-Zitronenstäbchen. Das nimmt man abends. Dann haben wir hier unsere Zitronen-Käsekuchen-Kautabletten. Die kann man 8-mal am Tag kauen gegen Heißhungerattacken. Und hier haben wir dann unseren Blister quasi für jeden Tag der 4 Tage 1. Na, also macht man so länglich ab. Hier, das ist unsere Term Plus. Um den Stoffwechsel anzukurbeln, nehme ich gleich eine halbe Stunde warten. Dann kommt unsere Duo Pure Leberreinigungstablette. Und das hier ist am Nachmittag unsere Maltai Fizz Wasser Melonen Multivitamin Tablette. Also mega, mega gut. Und dann ist hier noch so eine Sammelkugel enthalten. Also ich habe schon alle einmal. Dommer auch fast. Also wir haben ein Set schon komplett. Und zwar ist hier ein Herz drin. Sehr schön. Also jede Kugel steht auch für was, aber sorry, das weiß ich jetzt nicht auswendig, für was die Kugel steht. Aber schön. Okay, gut. So, jetzt geht's los. So, ich versuche euch jetzt mal so ein bisschen beim Frühstück mitzunehmen. Also ich werde als erstes mal die Sole zu mir nehmen, also ein Esslöffel. Aber ist ein bisschen kompliziert, weil ich hier nämlich für mein Reel mitfilme werde, weil wir haben ja eine betreuende Gruppe, also WhatsApp-Gruppe und Facebook-Gruppe. Und da nehme ich ein Reel für die auf. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen kompliziert, wie ich das jetzt hier beides auf einmal bewältigen soll. Also ich versuche mein Bestes. Weiß jetzt aber auch nicht so genau, wie ich euch da trapieren soll. Und hier Sole. Also ein Esslöffel Sole. Hier drauf. In das Glas rein. So. Zack. Ich hoffe, man hat das jetzt hier so ein bisschen gesehen. Und jetzt nehme ich lauwarmes Wasser, nehme ich jeden Morgen zu mir. So. Bei unserer Umkehrosmose gibt es extra so einen Knopf für Babywasser. Und damit fülle ich jetzt hier das Wasser mit auf. Und das ist das erste Glas Wasser, was ich trinke. Und dann noch ein Glas Wasser hinterher wegen der Sole. Und das mache ich dann
in Verbindung mit den DoPure Leberreinigungstabletten, also Prostata. Das erste Glas Wasser habe ich runter, also ich muss sagen, ist schon ekelhaft. Also mit diesem Salz da ist gewöhnungsbedürftig. Also die Sohle übrigens, das soll gut für die Gesundheit sein, das morgens auf nüchternen Magen, genauso wie warmes Wasser weitet die Venen, dass das Blut richtig durch den Körper fließen kann. Genau, so, jetzt gibt es die DoPure. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. So, einmal im Mund mit Wasser. Halbe Stunde warten. So, wir waren den ganzen Tag bis jetzt am Hasseln. Deswegen komme ich jetzt erst jetzt dazu und shake. So, that's my shaky. Nehme ich jetzt mit hoch ins Büro. Schon vorbereitet für meine WhatsApp-Gruppe. Gibt saftige Osterrabatte und Geschenkideen. Hier Sonnenset. Kann man fürs Skifahren, aber auch natürlich für den Sommerurlaub gebrauchen oder für zu Hause. Und ein Häslein zum Beispiel. Dann haben wir zum Beispiel hier auch ein toll verpacktes Set Avocado. Also einige Ideen und Inspirationen. Und ansonsten bin ich hier an meinem Ordner, am Rechner, am Schreiben. Hier über den Disclaimer. So, also die Kamera war oben verschollen, deswegen konnte ich heute noch nichts vloggen. Doma erklärt gerade. Servus. Der Joe. Da tue ich jetzt nicht hin, weil die stillt gerade. Ja, auf jeden Fall, genau, ist die Jo jetzt hier und ja, wir melden uns später nochmal. So, die Jo ist jetzt schon wieder länger weg und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, fertig machen. Für mich geht es jetzt ab nach Bad Dürkheim, weil wir haben dieses Jahr wieder einiges geplant und ja, wir schauen uns da 2 Hotels auf jeden Fall an, aber ich berichte dazu, wenn ich wieder zurückkomme, mehr, für was wir diese Hotels, beziehungsweise brauchen wir ein Hotel, wir gucken uns aber beide an. Da werde ich berichten, für was wir das Ganze uns angeschaut haben. Und ja, wie gesagt, ich muss mich jetzt beeilen, Ware muss ich auch noch wegbringen. Dann kann ich euch mal zeigen. Hier, das Tütchen ist gepackt, einmal die leckeren Fastbreak-Riegel, dann Schoko-Shake. Und Argy, also nur das Beste vom Besten. So, bin dann mal am Hotel angekommen. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Vorher liefere ich noch die Ware aus. Sehr alt sind und Schallschutz nicht so gegeben ist. Klein bisschen abgeprellt ist, das ist die Frau vom Hügel. Das waren 80 eventuell. So, einmal haben wir hier. Und die Terrasse hier oben. Ich muss ein bisschen mitfilmen. So, ich bin wieder zu Hause angekommen. Ja, waren jetzt noch. Also wir haben uns die beiden Hotels angeguckt für unsere Veranstaltung. Waren beide ganz schön. Das eine hat uns besser gefallen. Mal gucken, welches wir nehmen. Und waren jetzt noch bei dem Café Glöckner, also Café Pompös, einen Kaffee trinken. Ein bisschen habe ich euch die Optik gefilmt. Und ja, jetzt geht's weiter ans Hasseln. Jetzt wird weiter gearbeitet. Aber zuerst hätte ich gerne meinen Snack. Und zwar einen Apfel gibt's heute und 20 Gramm Nüsse. Und ich freue mich schon so megamäßig drauf. Jetzt hat er doch mal nur gemerkt, dass unsere Äpfel nicht mehr gut sind. Und geht jetzt noch schnell Äpfel holen. Hätte ich das natürlich gewusst, hätte ich die Äpfel gleich mitgebracht. Aber okay. Und ja, dann freue ich mich jetzt erstmal da drauf. Und dann geht's weiter mit Worky Worky. Bon. Unser Essen heute. Äpfelchen mit Mandeln. Und hier Maltai-Fizz. Was haben wir los? Also, Maltai. Fizzy, fizzy. Fizzy Bubbele. Schön mit Water und Gizi Gizi. Das ist jetzt so geißig da, ja. Multivitamin-Tablette. Schön. Lemon Blast, Ballaststoffe, Vitamine, Ingwer, Cayennepfeffer, Kurkuma, Stoffwechsel ankurbeln, bitte schön, einmal durchgeschüttet. Oh, da habe ich nichts richtig zu.
Bitte schön. Ja, wir sind nicht so die Valentins-Menschen, aber wir... Es entsteht ja trotzdem Druck durch die Gesellschaft oder durch die Werbung, die man sieht. Nein, gar nicht, aber wir drücken einfach... Nein, du sagst wieder gar nicht. Aber wir drücken einfach gern ab. Ja, wir drücken gern ab. Wir kaufen einfach gerne Sachen, das ist so. Und dass man aber einfach einen Grund hat, abzudrücken, gibt es ja verschiedene Feierlichkeiten im Jahr. Ob jetzt Ostern, Valentinstag, Weihnachten... Genau, Geburtstage, es gibt ja verschiedene Festivitäten, da hat man dann Warum wieder so viele Worte? Weil man dann weniger schlechtes Gewissen hat, einfach sich was zu kaufen. Auf jeden Fall. Dann mach auf, was ist das? Moment mal, die Story dazu ist, wir schenken uns eigentlich wirklich gar nichts, aber mir hat es gefallen, dann habe ich mir das bestellt, habe es ihm hingelegt und gesagt, du kannst mir das zu Valentinstag schenken. Dann habe ich gesagt, du kannst dir auch was aussuchen. Nee, so ein Scheiß, machen wir nicht Valentinstag, wir sind eben Peaks vor... Zwei Tage später, sagt er, ich habe mir auch was bestellt zu Valentinstag. Das kannst du mir schenken. Okay, jetzt gucken wir zusammen. Wow, guck mal, wie schön verpackt. Guck mal, liebe Jenny, danke, dass es dich gibt. Und ein Rabattgutschein. Ja, also hier. Und hier, schön mit Lavendel. Was verbirgt sich dahinter wohl? Da legst du auf den Tisch. Wow. Das ist ein Maler. In meiner Farbe. Und das passende Armband noch dazu. Nice. Ein Maler ist eine Meditationskette. Also quasi setzt man sich eigentlich mit dieser Kette hin und meditiert so oft, wie sie Perlen hat, also ähnlich wie bei einem Rosenkranz mit dem Beten, mit dem Ave Maria. Und ja, das ist auch ein bestimmter Stein, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Stein heißt, weil mir ging es rein um die Farbe, könnt ihr euch ja denken. Ja. Ich hoffe, es gefällt dir. Sehr schön. Jetzt du. Ja. Mario sagt guten Tag. What is this? Das ist auch noch nicht. Oder soll ich halten? Die werden, kannst du rausholen? Ne? Ich hol's raus. Tada! Oh yeah, alright. Aber das sind doch Drücker für die Wii, gell? Für die Switch. Genau, das sind quasi wie die Joy-Cons. Die kannst du auch an die Seite von der Wii machen, von der Switch. Aber halt eben auch so spielen. Und die haben halt die Originalabmaße wie damals die NES-Controller. Und weil wir so schön nostalgisch sind, gibt es noch was anderes Nostalgisches? Der N64-Controller. Weil ich ja jetzt voll viel Spaß habe mit den ganzen Retro-Paketen auf Switch. Genau. Dankeschön. Bitteschön. Kommen Sie wieder. Ja, endlich mal wieder einkaufen hier. Ganz selber die Jenny. Jetzt darf ich wieder dran. El Senor wird fertig gemacht für die Hundeschule. Weil ich voraussetze, dass die Claudia mit Hunden nicht ins Vereinsheim muss. Ich bin ja echt froh, dass wir jetzt wieder im Training sind. Haben sie mir einen Leiblasser, wo wir, ich glaube, es waren 6 oder 7 Wochen Winterpause. Jetzt haben wir es nach der Winterpause, glaube ich, 2-mal geschoben. Jetzt sind wir wieder bei. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Zum Beispiel, dass du dir... Nächster Poli. Es bringt dir nichts, jetzt schlechtes Essen. Good morning in the morning, people. Was geht denn ab? Ich war schon länger nicht mehr auf den Walkies. Die Jenny ist hoch zum Opa.
Ich bin jetzt hier mit dem kleinen Raskala wie ich unterwegs. Bin wie immer müde. Wir sind auch unnötig lang im Stream gewesen. Aber ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Der Weekly Vlog läuft. Und ja, bis später. So, hello. Jetzt habe ich gestern gar nichts gevloggt. Ich hoffe, der Dommer hat was gevloggt. Ja, gestern war ja Aschermittwoch, / Valentinstag. Doch, ihr habt gesehen, was wir uns geschenkt haben. Ja, heute bin ich jetzt dran, schon Salat zu machen fürs Mittagessen. Also wir sind ja am Dienstvortag 4 und ich mache einen Rohkost-Brokkoli-Salat aus dem Thermomix und einen Fitness-Salat aus dem Thermomix, beides konform, weil meine Tante noch mit isst. Also sie kriegt noch Würstchen, für uns gibt es ja nur Salat. Und dann fange ich schon an, die Torten zu backen für, was heißt die Torten? Es ist eine Torte, aber ich mache eine dreistöckige Torte, also habe ich vor. Für meinen Vater seinen Geburtstag, der wird 60 am Samstag und da fange ich heute an, die Böden auf jeden Fall schon mal zu backen. Eventuell auch schon die Ganache zu machen, bin ich mir noch nicht so schlüssig, ob ich das dann eventuell morgen mache, dass ich heute nur die Böden backe, die dann quasi in ein feuchtes Tuch einschlagt, dass sie nicht austrocknen oder halt in eine Frischhaltefolie. Und dann morgen quasi die Füllung und die Ganache mache und dann am Samstag mit Buttercreme. Aber ich glaube, es wird mir zu knapp. Also ich glaube, mir wäre es lieber, ich würde heute komplett fertig machen mit Ganache und allem und morgen dann die Buttercreme drüber nochmal kühlen und dann am Samstag wirklich nur noch final dekorieren. Ich glaube, das wäre die bessere Variante, dass das ganze Ding auch sehr stabil ist. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall fange ich jetzt erstmal an, die Salate zu machen und den Kuchen zu backen. Das ist von Kiki's Kitchen die dreistöckige, ich glaube, Babyschauertorte nennen die die. Aber ich wandle das ein bisschen ab, aber so ungefähr wird es sein. Aber ich mache jetzt, wie gesagt, erstmal die Salate und ja, dann legen wir mal los. So, hier schlage ich jetzt schon mal das Eiweiß steif. So, das Essen ist schon fertig. Ich habe hier einen Fitnesssalat aus dem Thermomix gemacht. Da wir im DX vor sind, normal kommt hier noch Möhre mit rein, also Karotte. Aber Karotte lässt den Insulinspiegel steigen. Das heißt, es könnte Heißhunger entstehen durch Karotten. Deswegen verweiden wir natürlich während, sage ich mal, dem Fasten, in Anführungszeichen, ist ja kein Fasten, wenn man hier schon essen darf, Karotten zu essen. Also deswegen hier der Fitnesssalat aus dem Thermomix. Wie gesagt, anstatt von Karotten habe ich einfach mehr Kohlrabi reingemacht. Dann haben wir hier den Brokkoli-Rohkostsalat aus dem Thermomix. Mit Paprika ist der und Brokkoli. Und hier habe ich den schnellen Eisbergsalat gemacht, einfach ohne Creme fraiche und ohne Mais. Der ist für den Dommer, weil der mag diese beiden Rohkostsalate nicht. Und da meine Tante ja nicht im DXO ist und das auch wirklich null nötig hat, kriegt sie noch Wiener Würstchen. Ich hätte ihr auch was extra gekocht, aber das wollte sie nicht. Und hier ist mein Eiweiß schon steif, wie man sehen kann. Und jetzt geht es weiter mit der Butter, dem Zucker und dem Vanilleextrakt. Das wird jetzt schaumig geschlagen und dann kommt das Eigelb mit hinzu. So, jetzt ist das ganze schaumig, Butter, Zucker und Eigelb. So, jetzt habe ich das Eiweiß unter die Mehl-Eigelb-Buttermasse gehoben und jetzt kommt das Ganze für 45 Minuten in den Backofen bei 180 Grad. Das ist jetzt der Boden 2. Ich habe jetzt leider vergessen mitzufilmen. Also das waren 4 Eier mit Zucker und Vanille, also mit Vanilleextrakt, zusammen 10 Minuten aufschlagen. Dann Öl und Orangensaft mit dazu plus Mehl und Backpulver. Und ja, das kommt jetzt auch 45 Minuten in den Ofen bei 180 Grad und das ist die zweite Etage. Jetzt die dritte Schicht, das ist ein Biskuitboden. Der kommt jetzt für 40 Minuten in den Ofen. Ganache ist drauf, jetzt kommt es in den Kühlschrank und dann kommt eine zweite Schicht Ganache drauf. Jetzt mache ich die Füllung für Boden 2 und 3. So, was haben wir hier noch? Ein Biskuit? Nein, das ist ein Wunderkuchen. Ein Wunderkuchen? Den fülle ich jetzt drüben mit der Mandarinen-Mascarpone-Creme. Okay, okay. Und der weißen Ganache. Okay, das ist die Mandarine. Und die Etage mit der Himbeer-Mascarpone. Gimberry, okay. Ganache. Over the top. So, hier habe ich jetzt schon mal das Geburtstagsgeschenk von meinem Papa. Also die Feier ist erst morgen, aber er ist heute, hat er Geburtstag, ist er 60 geworden und das kriegt er natürlich heute.
und bekommt auch heute gratuliert. Das ist so eine Spardose mit einer 60 drauf, da ist Geld drin. Dann hier ein leuchtendes U für Uli und natürlich hier Must Have Arctic Sea Infinite Firming Complex für Anti-Aging, wenn man 60 wird. Ne? Und hier auch natürlich Hyaluron, die HA-Kapseln, gut für die Gelenke, für die Knochen, aber auch natürlich für Anti-Aging. Genau. Das ist jetzt schon mal das. Und hier habe ich so einen Bilderrahmen. Da kommen so kleine Herzen rein. Also Dom und ich haben es schon ausgefüllt. Das nehme ich aber erst mit zur Feier. Und da können alle Gäste sich quasi da auf so einem Holz verewigen. So, Backen, Tag 1 vorbei, Küche fertig gemacht. Und morgen geht es weiter mit dem zweiten Teil hier, ne? Aber hier, das war alles so pappig, ey. Da ist viel runtergefallen, ne? Aber hier, zack, zack, zack. Jawohl, schön. Alle Hopkinen. Ja, also Jenny ist jetzt gerade im Podcast oben mit der Agi. Die nehmen das Ganze auf. Die nehmen wir jetzt schon quasi für die nächste Woche auf, wenn wir in Innsbruck sind. Ein bisschen vorrecorden kann man ja. Und ja, ich bin noch am Putzen. Und dann geht's rüber noch zum Opa. Dobro jutro, Gemeinde. Heute Freitag. Wir haben so viel zu tun. Ich denke, ich habe eine Liste zugeschickt, was alles zu machen ist, bevor wir nach Innsbruck fahren. Wir sind dann morgen ist noch Daddys Geburtstag, Geburtstag vom Vater. Aber wir haben so viel zu tun, das war mir gar nicht bewusst. Ich glaube, 20 Punkte stehen da noch auf der Liste. Aber auf alle Fälle weiß ich gar nicht, was ich alles zu packen habe. Weil, wenn wir schon nach Innsbruck fahren und dann nach Kitzbühel noch, lohnt sich ja noch, die Drohne mit einzupacken. Da kann man auf dem Berg mal ein bisschen fliegen. Wieder so viele Ideen. Ja, mal gucken, ey. Auf jeden Fall. Geht's los? Die Torte muss noch fertig gemacht werden. Einkaufen. Ich fahre mit der Tante auch noch kurz fort um 9 auf einen Termin, gemeinsame. Ich muss fit werden. Ich muss mich fertig machen vor allem. Ciao. Wir müssen dich jetzt duschen, mein Freund. Hey. Ja, mir gefällt es auch nicht, Harrison. Aber du stinkst so. Das wird anders machbar. Ist so gut. Ich schwitze. Ich möchte wissen, wo du die Schneide gehangen hast, dass du so stinkst. Ekelhaft, Harrison. Dich sauber macht. Ja. So ein Feining. Ui. Pass auf die Öhrchen auf, Harrison, nicht bewegen. Wir wollen nicht die Ohren anmachen, gell? Einmal Unterbodentrocknung. Zack. Jawohl. Natürliche Trocknung. Stress, nehmen Probleme. So, sind wir fertig. Jenny, ich bin fertig. Also das ist die Swiss Meringue, die habe ich vorhin gemacht. Mit Eiweiß, Butter und Zucker. Haben wir gemacht. Und meine Mutter streicht das jetzt ein. Guck mal, du wie professional, Alexander. Professional. Ich hoffe, dass der Creme reicht. Was? Du weißt nicht. So außer Hauptlimit. You use quite a lot of cream, man. Ah, you must. Aber ganz nass, aber nicht so nass, dass Wasser rauskommt.
Wenn du will alles sparen, so geizig, also lösche. Der Kuchen soll schön aussehen. Jetzt kommt der Top-Layer. Der Spitze. So, aber schön, look at it. Immer noch so viel. Ich hab zu viel gemacht. Du hast eben noch gesagt, es wird zu wenig. Ob das reicht? Now you have to put... It must be standing here. So where is that your was? This is so. Mm-hmm. Let's go, la. Let's go. What? Kann ich was helfen? That is so. Mm-hmm. All right. No, I have to do. Ich muss andere Design machen. Ich habe keine andere Wahl. Keine Problem. Then I can change. I only need one plastic tüte. Aber you don't have adapter, I have to waste. Then. Weil wir müssen diese Loch zumachen, weil das sieht nicht so gut aus. Jetzt, ich glaube, hier ist noch ein wunderbares Paket reingeschneit, bevor wir nach Innsbruck fahren. Mach du auf, du kannst hier aufziehen. Zieh mal hier auf. Open it up. Mario! Was? Wow! Oha! Wow! Was sind das? Das sind die Pins, ne? Scheiße, das ist ein Keychain. Keychain, okay. Wow. This game, all right. Wow. A 40-piece puzzle. Ooh. Here's it all. Huh? I don't care. So, you want to put gold, isn't it? Yeah. Now, the O that I will put on the side, but now it's okay. John, there. It's fertig. Muy bien. 2 Tage Arbeit. Juhu.